Pokal. Die Reise, Stuttgart international, Europa!
stark! Sehr schön! Dicker Kurz war, Junge. Das ist die zweite 100%ige, ne? Die haben nach 15 Minuten 200%ige. Was sehen wir gerade für ein Spiel? Was sehen wir denn für einen Auftritt? Stuttgart! Forza, Magant, Stadt, Ale, Ale, Ale. VfB! Hey, VfB! Forza, Magant, Stadt, Ale, Ale, Ale. VfB! Hey, VfB! Forza, Magant, Stadt, Ale, Ale, Ale. Herrlich! Sogar auf Deutsch, Mensch. Wenn jemand Elfer kriegt, der keiner war, dann Madrid. Alle schreiben nie im Leben Elfmeter. Ja! Ja! So nämlich einer! UEFA Drittläuf heute nicht, Alter. Auf geht's, Stuttgart! Vinicius, ne? Immer der gleiche. Und jetzt fehlt der scheiß Lappen. Ist das lächerlich? Ist das lächerlich? So ein Schauspieler! So ein Lulli-Abschluss gerade. Aber sie trauen sich wieder was. Die Leidenschaft! Yes, das ist unfassbar! Die haben die Chancen, Alter! Auf geht's, Mann! Schieß ein Tor! Auf geht's, Stuttgart, schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Ich hab's hier, wenn ich auch anschlagen will. Scheiße! Undarf trifft in der Champions League. Ein Kind mit einem Traum, verfickte Scheiße. Gibt's uns so viel! Ole, ole, ole! Ole, 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 ole! Ole, ole, ole! Wir sind immer für euch da! Oh, Frau Fischhutter! Ist
ist der lauteste Torjubel, den ich jemals gehört habe, glaube ich. Digga, die haben das Spiel anzugerissen, das ist scheiße. Ist das krank. Die wollen das Zweite. Oh! Verfickte Scheiße, hauen rein! Hör, was passiert denn da? Ey! Okay. Ja, ein bisschen anderes Spielfazit jetzt. Spiel war ja am Dienstag, jetzt haben wir Samstagabend, ist ein bisschen Abstand da. Kam nicht wirklich viel früher dazu, weil das war natürlich absolut wilde, wilde Tage. Ich werde jetzt hier auch nicht irgendwie, keine Ahnung, komplett ins Detail gehen oder sowas. Vielleicht zeige ich noch im Podcast auf, vielleicht mache ich es jetzt gleich noch, vielleicht irgendwann die Tage, keine Ahnung, ist alles ein bisschen spontan, was ich noch so hinbekomme jetzt hier bis zum Sonntagmorgen, Upload, sag ich mal, und was eben nicht. Aber das war ein unsagbar großer Trip, das war ein besonderer Trip, ein unvergesslicher Trip. Ich glaube, es werden alle sagen, die irgendwie Teil davon waren in irgendeiner Form. Bin am Dienstag los mit VfB Away, auch das kranke Nummer, die einfach mit 1000 Leuten, mit 4 Fliegern hingefetzt sind nach Madrid. Natürlich war es dann auch eine extrem, extrem kurze Nacht, weil dann ja kein Hotel natürlich logischerweise mit 7 Uhr Rückflug, so ein bisschen Sekundenschlaf hier und da gehabt, aber sonst glaube ich 1,5 Stunden auf dem Rückflug gepennt. Das war es dann in dieser Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Mittwoch beruflich eine Reportage drüber schreiben dürfen, final dann eben Donnerstag im Blatt, Seite 3, Stuttgarter Nachrichten, die meisten wissen es, glaube ich, dass ich da mit dabei bin, lange Werkstatt gewesen, jetzt volontär, vor allem mit meinem VfB-Fokus und da ja auch ganz viel abgeliefert. Die Jungs haben Live-Blog gemacht, wir haben Videos gedreht, wir haben Stories gemacht,
Podcast haben sie hochgeladen. Ich irgendwann nachts am Terminal irgendwelche Noten, Man of the Match und sowas gemacht für den nächsten Tag für Instagram. Ja, YouTube-Videos und so weiter und so fort, da haben wir ordentlich was abgeliefert und eben drumherum, sage ich mal, so ein bisschen so 20% davon waren eben auch das Privatvergnügen im Stadion gewesen, in Madrid, und das war halt einfach auch Realität. Du warst tatsächlich in Madrid und das nicht für, keine Ahnung, Preseason, keine Ahnung, schönes Freundschaftsspiel, schön Wetterkick, nein, Champions League. Champions League, erster Spieltag in Madrid und das logischerweise auch hochverdient nach der letzten Saison. Wirklich überall nur positiv gestimmte, euphorisierte Leute kennengelernt, wirklich auch so dermaßen oft erkannt worden, wieder gesprochen mit vielen Leuten, Fotos gemacht, das war eine Riesennummer, also alle, die ja quasi mich gesehen haben oder irgendwas damit zu tun hatten in diesen ein, zwei Tagen, die jetzt hier aufs Video schauen, fühlt euch gegrüßt, es war eine Riesennummer, alles da auch vor Ort in Madrid, Manu vor allem, Blickwinkel mit dem Kollegen, viel unterwegs gewesen zwischen Flughafen und Stadion quasi, Max, mein Kollege, mit dem ich im Stadion war, das war ein unfassbarer Trip, ein unvergesslicher Trip. Der VfB ist so richtig angekommen, wieder europäisch, international so richtig angekommen, weil das war eine Machtdemonstration im positivsten Sinne. Die Fans haben die Stadt eingenommen, aber alles total friedlich. Also mir wäre jetzt nichts bekannt, außer vielleicht der Einlass zum Gästeblock, was aber auch erwartbar war, dass der ein bisschen ekliger wird vielleicht von Kontrollen und sowas. Aber sonst ist mir nichts bekannt, dass irgendwie mit Polizeistress war in irgendeiner Form, weil alles friedlich war, alles schön war, wirklich einfach alles nur Glückseligkeit pur war. So ein kleiner Fanmarsch noch. Die ganzen Geschichten am Plaza Mayor, am Flughafen, auf dem Rückweg, auf dem Hinflug, überall und natürlich letztendlich im Stadion. Brutale Stimmung, wirklich eine Euphorie schlechthin. War ja nicht im Auswärtsblock, aber es hat sich gefühlt angefühlt wie im Auswärtsblock, weil auch mein 703er-Block hat ordentlich Gas gegeben. Auch da haben wir heute kennengelernt. Super geile Nummer gewesen, alles. Und das natürlich vom Event her. Wie gesagt, viele war ja von Beginn an so ein bisschen klar, dass es so ein bisschen Erlebnis vor Ergebnis ist. Mit dem Zusatz natürlich, dass es schön wäre, auch irgendwas zu holen in Madrid, ist ja auch ganz klar. Oder vielleicht die Chance darauf zu wittern, was zu holen. Und die war halt wirklich da. Und damit wären wir beim Sportlichen, weil das war eine brutale Leistung. Ich habe so ein bisschen schon gehofft darauf, dieses Ding von, ja, vielleicht hast du es lange auf dem 0-0, machst lange ein gutes Spiel, lange vielleicht auf ein 1-0 von Madrid, das lange spannend bleibt. Also ich hatte schon ein bisschen erwartet, dass sie sich nicht abschießen lassen oder sowas in der Form, aber mit so einer Leistung hätte ich nicht gerechnet tatsächlich. Diese ersten 10, 15 Minuten vor allem, Madrid wirklich übertrieben gesagt an die Wand gespielt, Chancen noch und nöcher, das ist halt das Thema und deswegen holst du wahrscheinlich am Ende des Tages auch nicht final irgendwelche Punkte, war ja am Ende ein 3-1 dann, weil vielleicht hier und da die eine oder andere Chance mehr oder zu viel liegen hast lassen. Und in Madrid brauchst du halt wirklich einen perfekten Tag. Da brauchst du einen perfekten Tag. Das heißt, da musst du wirklich gefühlt jeden zweiten Schuss maximal auch mal reinmachen. Dann musst du auch das Glück haben, dass sie eben diese Phase haben nach der Halbzeit, nicht sofort in der 46. zu treffen. Dass du auch solche Phasen vielleicht noch länger überstehst. Die haben sie eh schon überstanden. Hätte auch schnell 2-3-0 stehen können, haben sie überstanden. Und eben, dass Madrid nicht Madrid-Dinge tut. Thema perfekter Tag, weil irgendwann fliegt bei denen ja trotzdem irgendwie immer einer rein. Es ist unglaublich, dieses Rüdiger-Tor nach der Ecke, das 3-1 können wir uns schenken, ist halt ein Konter, mein Gott, passiert. 2-3-1, auch am Ende des Tages egal, aber du hattest eben nicht diesen komplett perfekten Tag, aber du warst brutal nah dran, es war eine brutal starke Leistung. Undav trifft, das erste Tor seit Kakao 2010. Dennis Undav, auch noch der mit seiner ganzen Geschichte, trifft im Bernabeu, absolut überragend. Überragende Stimmung, vor allem eben auch nach dem Tor. Ich habe es ja im Video mit drin gehabt, das war komplett gestört. Wahrscheinlich echt so grob 10.000 gewesen in diesem Stadion, also 4.000 Auswärtsblocken, 6.000 irgendwo verteilt, die wie ich irgendwie über Mitgliedschaft in Madrid irgendeiner Form an Karten gekommen sind. Auch da übrigens war alles echt entspannt, also du konntest den Block mitmachen. Ab irgendwann hieß es halt, ja, lieber sitzen bleiben, bevor sie irgendwie genervt sind von euch. Aber mitmachen konntest du immer und bei Tor natürlich eskalieren und aufgestanden sind wir hier und da auch, ist ja auch ganz klar. Das war eine wunderschöne Nummer, eine wunderschöne Nummer und ich habe es ja auch hochgeladen nochmal oder mit reingepackt in dieses Throwback-Video, in dieses Hype-Video, was ich dann am Montagmittag hochgeladen habe. Also auch da vielen Dank für das Feedback, weil das war eine Schweinearbeit. Ich glaube, die letzten ein, zwei Tage geführt, nur daran geschafft, dann eben vor Montag noch nach dem Gladbach-Spiel. Aber war die Arbeit, hat sich gelohnt, würde ich sagen, war die Arbeit wert. Auch da, ne, dieser Throwback, Abstiege, Rettungen, Aufstiege,
Ein Jahr ist Relegation her, 2 Jahre ist Legendorettung her und die spielen jetzt im Bernabeu. Das war wunderschön und auch die ganzen Stimmen von Hoeneß, alle Spieler wie immer top Stimmen zum Spiel. Natürlich hätten wir gerne einen Punkt mitgenommen. Der wäre auch verdient gewesen, der Punkt. Auch nach den Statistiken wäre er verdient gewesen. Auch die spanischen Medien oder andere internationale Medien haben geschwärmt vom VfB. Ich glaube, die Marca war es zum Beispiel. Atemberaubend in Stuttgart und so weiter. Also wie gesagt, der VfB ist definitiv wieder in Europa angekommen, in der Champions League, in der Königsklasse angekommen. Der Stolz überwiegt bis zum geht nicht mehr. Das ist ein Gefühl von Stolz bis zum geht nicht mehr. Immer noch nicht so 100% ganz verarbeitet, was da war. Aber ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Und ich glaube, auch die Videos noch 2-3 Mal angucken, die Fotos 2-3 Mal angucken, weil es war so dermaßen groß alles. Ich glaube, das beschreibt es echt am besten. Es war so dermaßen groß. Dieser Verein ist so groß. Diese Fanbase ist so groß. Und dieses Spiel war eben auch so groß. Diese Ansetzung war so groß. Dieser Trip war so groß. Unvergesslich. Absolut unvergesslich. Jetzt gerne eure Kommentare, eure ja, Meinung, eure Feelings, alles Gefühle zum Spiel und so weiter und so fort. Ich glaube, um heißen Brei herum, ab in die Kommentare. Wie gesagt, vielleicht mache ich noch mal ein bisschen was ausführlicheres Podcast, ja, stiliges, sage ich mal, zu dem ganzen Thema. War natürlich ein riesen Trip gewesen. Ja, danke fürs Zuschauen, wie immer. Ganz klare Geschichte. Auch natürlich wie immer gerne kostenlos Abo und Like da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.